Willkommen in der Zukunft des Lernens. Und zwar wurde hier bei Jugend Hackt entwickelt. Und ja, und zwar mit Hilfe eines durch ein Programm namens PyLearn. Und jetzt fragen Sie sich sicher, was ist es und was hat es damit auf sich? Und das werden wir Ihnen in drei kurzen Vorträgen erklären. Und zwar fängt dabei Karl an, und zwar zu dem Thema: Was ist PyLearn? Also, was ist eigentlich PyLearn? PyLearn ist ein Community-geregelte Open-Learning-Plattform. Was heißt das? Also, man kann teilnehmen an Workshops und Kursen. Und die Community macht die Kurse selber. Das einzigste Problem dabei ist, dass die Qualität von den Kursen manchmal nicht so gut ist. Aber das regelt das Reputationssystem. Was ist das Reputationssystem? Jeder Nutzer hat eine Punktzahl, Reputation. Diese gibt an, wie man sich für die Community einsetzt und die Qualität für die Beiträge oder der Beiträge. Wie bekommt man Reputation? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Allgemein gilt, dass man halt gute Beiträge oder gute Inhalte hochlädt. Diese sind erkennbar durch Upvotes. Was bringt einem Reputation? Also je mehr Punkte man hat, desto mehr Berechtigung hat man. Zum Beispiel, man kann voten und downvoten oder man kann Kurse erstellen oder halt Workshops und man kann User sperren. Daher, die Community regelt und regiert die Webseite, aber Qualität ist gewährleistet. Ich werde euch jetzt erstmal die Kriterien von guten Kursen, also wie man einen guten Kurs erstellt. Kriterien sind, dass die Kurse inhaltlich korrekt sind und dass sie gut und verständlich erklärt wurden. Sie sollten aber auch nicht allzu speziell und nicht allzu gemein sein. Ich werde euch jetzt Beispiele für gute und schlechte Kurse sagen. Als erstes fange ich mit den guten an. Zum Beispiel eine Objektorientierung in Python oder die HTML-Grundlagen. Das ist eine Programmiersprache. Jetzt nenne ich euch Beispiele für einen schlechten Kurs. Und das sind zum Beispiel, wie man eine Android-App erstellt. Oder wie erzeuge ich Schatteneffekte in CSS. Jetzt werde ich euch die Voraussetzungen, um einen Kurs zu erstellen, nennen. Zum Beispiel, als erstes braucht man 75 Reputationspunkte. Das soll dafür sein, dass man vor Spam schützen soll und auch nicht rumtrollen kann. Für die Durchführung eines Kurses muss man erstmal einem Kurs beitreten. Und wenn man einem Kurs beitritt, kann man Videos sehen, Infomaterial, also Texte und Quizze machen. Und man kann sich in Foren kommunizieren. So, jetzt demonstriere ich das Programm, das wir jetzt bis jetzt geschafft haben, noch kurz. Ich habe jetzt schon mal die Anmeldedaten eingegeben, dann meldet man sich an und dann dauert es kurz. Ja, das sollte jetzt eigentlich etwas schneller gehen. Ah, ja. So. Ja, das lädt jetzt, das liegt anscheinend in meinem Computer. Ja, also auf der Startseite, da wird es, wie Sie sehen werden, wird da eine kurze Beschreibung, für was PyLearn ist, angezeigt und später können da auch so Benachrichtigungen über wichtige Ereignisse oder wichtige Termine angezeigt werden. Dann gibt es in PyLearn ein globales Forum, also ein Forum bei die ganze Webseite, da tauscht man sich über die gesamte Webseite aus, also da gibt es dann zum Beispiel, da sagt man dann zum Beispiel, ich würde mir den und den Kurs wünschen oder ich könnte den und den Kurs anbieten, dieses Forum dient der Verwaltung von PyLearn. Und dann gibt es hier auch noch eine Seite über die Kurse. Hier gibt es jetzt einen Kurs. Wir haben mal einen Kurs über Meerestiere erstellt als Beispielkurs. Dann geht man auf zum Kurs und
Ja, es lädt. Das kann ich gleich dafür. Ja, wir haben jetzt auch ein Video eingebunden, aber dazu sagt Victoria was. Ja, ich habe ein Video über Meeresschildkröten gemacht und ja, wir schauen das am besten einfach mal an. Hallo, ich bin Victoria. Ich werde euch heute etwas über Meeresschildkröten beibringen. Ich hoffe, es gefällt euch. Der Panzer einer Meeresschildkröte ist flacher als von anderen Schildkröten. So hat er... Ja, also Sie sehen, man kann Videos hinzufügen und später auch Texte. Und dann gibt es zu jedem Kurs auch noch ein kleines Forum, wo man sich dann speziell über die Inhalte des Kurses austauscht. Ja, das war jetzt die Demonstration des Programmes. Falls Sie, also dieses Projekt wurde jetzt hier bei JugendHack entwickelt und falls Sie mehr darüber erfahren wollen, haben wir einen Twitter-Account eingerichtet und zwar @pi_learn und da können Sie mehr über unser Projekt erfahren und werden dann auch über Benachrichtigungen auf dem Laufenden gehalten. Wir haben es nämlich bis jetzt noch nicht geschafft, das Projekt lauffertig auf eine Webseite zu stellen, aber wenn das so ist, werden wir das auf diesem Twitter-Account mitteilen und für die ersten paar Anmeldungen gibt es ein kleines... Anreiz, und zwar, die kriegen ein bisschen Bonusreputation.